In diesem Video werde ich dir drei weitere Brokatübungen vorstellen. Die Brokatübungen sind ja sehr alte, klassische Übungen, die es in verschiedensten Variationen gibt. Diese drei mobilisieren Wirbelsäule und Hüfte insbesondere. Diese erste Übung hier in diesem Video ist auch gleich die intensivste. Du beginnst wieder mit einem schulterbreiten Stand, beugst die Knie, entspannst die Schultern. Ruhig ein- und ausatmen. Den Oberkörper Wirbel für Wirbel nach unten gleiten lassen. Die Handflächen gleiten dabei an den Beinen Außenseiten entlang. Wenn möglich, steige mit deinen Füßen auf deine Handflächen, sodass du hier einen Halt hast. Wenn das aber nicht geht, dann lass einfach deine Hände so weit nach unten hängen, wie es dir möglich ist. Hier im weiteren Verlauf bin ich jetzt wieder nach oben gekommen und lehne mich dann nach hinten, soweit es geht. Aber natürlich nur so weit, dass man nicht nach innen umfällt. Hier gehe ich wieder mit den Händen an den Außenseiten entlang, steige auf die Hände drauf und ziehe meinen Oberkörper nach unten. Dann gehe ich langsam wieder Wirbel für Wirbel nach oben, bis ich ganz aufgerichtet bin. Wenn ich die Übung beenden möchte, hebe ich die Arme einmal und senke sie wieder. Von der Seite betrachtet sieht die Übung so aus. Ich rolle mich langsam nach vorne runter, steige dann auf die Hände und ziehe meine Ellenbogen zu den Schienbeinen. Die Knie versuche ich so gut wie möglich gestreckt zu halten. Dann komme ich langsam wieder nach oben. Lege die Hände an den unteren Rücken zur Unterstützung und lehne mich dann nach hinten. Dabei gehe ich auch vorne in die Knie. Dann lasse ich mich wieder Wirbel für Wirbel Körper nach unten, steige wieder auf die Hände drauf und ziehe mich, soweit es geht, nach vorne runter. Dann beuge ich die Knie und komme langsam wieder nach oben. Lege meine Hände in die Lendenwirbelsäule, beuge meine Knie nach vorne und lehne mich, soweit es geht, nach hinten. Für die nächste Übung doppelt schulterbreit auf den Boden stellen und dann erstmal einfach nur mit dem Oberkörper kreisförmig bewegen. Fester Punkt ist hier das Becken und die Wirbelsäule bewegt sich darum herum. Der Kopf macht hierbei die größten Kreise. Das ist erstmal eine Art vorbereitende Übung, um dann die eigentliche Brokatübung auszuführen. Jetzt die eigentliche Brokatübung. Ich drehe mich einmal nach links und beim zweiten Mal drehe ich das hintere Bein mit und strecke die Hüfte. Dann gehe ich wieder zurück, drehe mich einmal und drehe mich dann zur Seite und strecke die Hüfte. Und das gleiche wieder zurück. Ich strecke die Hüfte. Und wer hier genau hinsieht, merkt, dass ich nicht nur zur Seite schaue, sondern auch sogar noch leicht nach hinten. Das heißt, ich rotiere die Wirbelsäule sogar so weit, dass ich meine hintere Ferse sehen kann. Das verstärkt noch ein bisschen die Streckung hier in dem gestreckten Bein, in der gestreckten Hüfte. Noch die Ansicht von der Seite. Hier, wenn ich nach links mich drehe, schaue ich zur rechten Ferse. Wenn ich mich hier nach rechts drehe, dann schaue ich zur linken Ferse. Wenn diese Drehung zu stark ist, dann einfach nur zur Seite schauen. In die gleiche Richtung, in der auch der Oberkörper zeigt. Um die Übung zu beenden, die Beine in schulterbreite Stellung und die Arme einmal heben und senken. Und hier die letzte Übung. Ich gehe in eine schulterbreite Stellung, Knie wie immer gebeugt, die Arme heben und senken. Dann nehme ich die Hände hinten wieder in die Lendenwirbelsäule, stelle mich auf die Zehenspitzen und lasse mich dann mit einer Entspannung sinken auf
die gesamte Fläche des Fußes. Dabei achte ich aber darauf, dass meine Fersen kein aufschlagendes Geräusch erzeugen. Wenn ihr ein aufschlagendes Geräusch eurer Fersen hört, also ein lautes, dann versucht die Füße beim Absinken mehr abzurollen. Also es ist kein Draufkrachen auf die Fersen, sondern eben ein sanftes Federn, was auch durch die Weichheit der Knie gefördert wird. Und auch in den Hüften und in der Lendenwirbelsäule versuche ich so locker und weich wie möglich den gesamten Schwung abzufedern. Das ist auch der Sinn dieser Übung, dass der Körper lernt, wieder alle Gelenke und alle seine Fähigkeiten einzusetzen, um so einen Aufprall sozusagen abzufedern.